Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Signal, das Notsignal, noch weiter verfolgt und wurden hier festgenagelt. Wie ich bemerkt habe, sind jetzt hier überall Supermutanten und ich komme hier nicht mehr weg. Ich habe jetzt 5 Minuten hier gerade schon aufgenommen, nur wie ich hier wieder am Rumsitzen bin und versuche zu überleben. Hat natürlich nicht geklappt und ja, deswegen, statt jetzt hier wieder 5 Minuten zu verschwenden, versuche ich jetzt erstmal hier weiterzukommen. Oder kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich komme ja echt nicht weiter. Der eine Typ, der zieht mir so viel ab, ne? Ich komme nicht an dem vorbei. Und da oben der Typ, der ballert auch die ganze Zeit auf mich. Der ist schon wieder so richtig geil zum Kotzen. Meine Munition geht langsam auch hier zur Neige. Das ist richtig geil. Der Tod. Schnell speichern. Ja, schon wieder so kacke hier. Ich nicht weiterkomme. Diesen einen Typ, der mir so viel Schaden macht. Also was hier. Zack. Wie? Weiß jetzt nicht, wo der andere ist, aber der scheint uns aus den Augen verloren zu haben. Ich mal erinnern, wie wenig Schaden ich mache. Es wurde auf meine AP mal. Wie viel Schaden ich auf einmal bekommen. Das doch einfach der Roboter erledigen. Ja, ich komme mal schon. Das ist so eine Verarschung. Ja. Da guckt sich einer an. Mit Medics. Mit Medics. Krieg ich noch so viel Schaden. Das waren die letzten 5 Minuten, die ich aufgenommen habe. Wo ich mir gedacht habe, nee, das ist schon wieder verschwendete Zeit. Voll Idiot. So, du bist schon mal weg. Boah, echt? Ich kann ja nicht überleben, das ist voll kacke. Ja, die ganze Zeit schon wieder. Wie will ich nur abziehen, ne? Das ist einfach nicht zu fassen. Ja, bleibt nicht nach, ich wollte schon sagen, ey. Gott, ich meine, wie viel er aushält, ne? Ist ja nicht mehr normal. Das ist doch kein normaler Schlechter, nur ey. Wahrscheinlich levelt der noch irgendwie hoch oder so, ne? Ich hab eine an, ey. Ich hoffe, ich auf ihn schieße und den nix abziehe. Ich ziehe ihn so gut wie nix ab. Ah, das Ding explodiert. Ich finde immer so lächerlich. Ich weiß, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, aber komm schon. Weil so ein bisschen. So ein bisschen Gnade. Ich war manchmal gar nicht voran. Ja, super.
Ja, dich hau ich weg. Das ist nur der Schlechter übrig. Ja, schnell speichern. Guck sich dann einer an, das ist ja nicht zu fassen. Guck mal, mit einem Raketenwerfer selbst sieht das nicht viel ab. Ja, schon wieder so schwachsinnig, ne? Ja, warte, jetzt soll ich wieder 20 Minuten auf den schießen oder was? Ja, geil. Spannender Kampf, ne? Deswegen würde ich auch niemanden den höchsten Schwierigkeitsgrad hier raten. Einfach nur dämlich manchmal. Wesens kriege ich ja manchmal einen Schleichangriff. Will ich mal echt wissen, was du für eine Waffe hast, die mir so viel Schaden macht. Schnell speichern. Vorhin ist das irgendwie so gelaufen, dass ich 5 Minuten verschwendet habe und nichts erreicht habe. Ich bin immer wieder gestorben. Ganz einfach auf die Fresse bekommen. Und ja, da habe ich gar nichts geschafft. Habe ich mir Raketen mehr fahre nicht. Wo bist du? Ich will gar nicht hoch. Ja, genau. Er kann da durchschießen. So was macht den fertig. Wo ist er? Nein, es bleibt doch nicht da stecken. Oh mein Gott. Ja, okay, Zeitlupe ist gut. Ah, das ist spannend, ne? Wut, ja. Komm mal da runter, verdammt. Wo bleibt da oben lieber? Ich will den Kampf ja schon so schnell wie möglich zu Ende bringen. Glaube ich aber nicht. Was? Schon Angst? Ja, da bin ich sicher und ich tue jetzt jeden Kratzer speichern. Wie ich kann während eines Kampfes nicht sitzen? Ich auf den Arm nehmen? So, ich kann jetzt eigentlich da hochrennen mit dem Schrotgewehr und den wegschießen. Komm her.
Heroische Aktion. Noch mehr. Boah, ist dieser noch. Ja. So. Mein Gott. Kettenwerfer. Irgend etwas Gutes gefunden. Den nehme ich für Strongman. Zelle. 50 Kaliber. Ja, ich habe schon eine bessere. So, er war ja sehr nervtötend. Wir sind ein wenig ungeschützt. Der hat doch die ganze Zeit mit den Dingens geschossen, mit dem Lasergewehr. Na. Watt. Ja, okay. Das war natürlich wieder die absolute Hölle. Und noch eine Super Power Armor. Und noch ein Fatman. Eine Supermutanten Beinrüstung. Okay. Ist ja alles gesäubert. Ich gehe mal kurz zum. Warte mal, Kotzwort. Hey. Ich höre aufmerksam zu. Hier drüben. Hey. Hey, hey. Ja, ich habe mal versucht, den irgendwie eine Mütze oder so aufzuziehen. Geht leider nicht. Ich dachte. Nimm du mal. Boah. Nicht so viel. Die benutzt du aber nicht, okay? So viel habe ich. Ja, gib mir zwar keine Abwehr, aber was soll's. Habe ich noch so ein Ding. Ich werde jetzt alle sammeln. Irgendwann so. Ich war aber lokaler Anführer, das ist das Blöde. Ich werde jetzt alle sammeln, die Dinger. So. Sah vollkommen bescheuert aus, aber was soll. Was muss ich überhaupt hier machen? Ein Notsignal folgen, ne? Warte mal, ist ja nicht noch ein anderes Supermutant gewesen? Oh, ich habe keine Lampe, merke ich gerade. Oh, ich komme mit der HUD nicht klar. Eine Power Armor.
Hast du leichte Kleidung, also okay. Ich entferne mich nicht noch mal zu irgendeinem Ort. Ich habe genug irgendwie von super starken Gegnern. Irgendwie in der Aufnahme-Session 3 Stück, glaube ich, bekämpft. Ja, mehr. Ist dieser Wachbot, dann dieser eine Typ hier. Hoffentlich kann ich die Strong geben, damit der hier tragen kann. Jetzt weiß ich, ob jemand anderen Leuten was gibt und ausrüstet. Gehen wir da oben noch hin. Oder ist das da? Nee. Da können wir die Missionen noch abgeben. Mal auch noch machen. Wow. Ehrenvoll gestorben. Nochmal verdeckte Einsätze. Habe ich glaube ich schon 6 oder 7, ne? Ja, schon bald alle. What? Irgendwie merke ich aber davon nichts. Obwohl, ich habe gerade ein paar Schleichangriffe die ganze Zeit geschafft. So, wo ist das verdammte Signal? Von mir, ne? Oh, hallo. Noch bessere Sachen? Lass mich mal kurz. Hey, die Vorrüstung kenne ich doch, glaube ich. So. So, den Helm jetzt. Und noch eine neue Rüstung. Ich glaube, irgendwann laufe ich echt mit den Sachen herum. Warte mal, kann doch nicht hier sein, muss doch irgendwo da sein. Wo ist das verkackte Signal, ey? Immer nur so 84 oder irgend so was. 66. Ja, hier waren wir noch nicht. Leider doch. Hoi.
muss ich jetzt machen? Gelehrten Faris. Faris. Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles... Oh, oh, alles... Was zählt? Noch mal irgendwo hin, ehrlich? Wo ist der? Da. Oder? Nee. Wo ist denn der? What? Okay, da muss ich so oder so hin. Gucken wir mal, hoffentlich wird das nicht so lang noch, dass ich einfach nur reingehe und weiß ich nicht looten kann. Das wäre perfekt natürlich. Ich sehe, leider sind irgendwie ganz viele Gegner und so, dann lasse ich das für heute. Gucke ich mir, was ich mit meinen ganzen Power-Rüstungen mache. So. Na, was geht? Konntest du diese Ghule erledigen? Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Alles klar. Ja, und die geht mir dann die nächste Mission, ne? Hä? Aber verarscht mich das Ding hier ein bisschen? Da oben, okay. Da rennen wir jetzt ganz schnell noch hin. Und weiß nicht. Mit der Rüstung ja kann mir erstmal nicht so viel passieren, oder? Warte mal, durch eine Laserknarre ausrüsten. Ach Gott. Nein, kämpfen wir nicht. Ich habe keinen Bock. Aber diese blöden. Warum? Oh. Einfach nur zum Bunker, okay. Aber der ist aber noch ein bisschen weit entfernt. Der ganze HUD ist mir viel zu komplex aufgebaut. Ich blick da überhaupt nicht durch. Beim Bunker stelle ich mir jetzt nicht vor, dass irgendwie noch was ist. Weil nach dem Kampf gerade, ne? Kann doch jetzt nicht noch mehr kommen. Noch schwieriger ist, meine ich. Oh, ich renne jetzt einfach dahin. Eine Abkürzung und Abstecher einfach schnell dahin. Ach, die AP sind da rechts, okay. Wird ja wohl nicht der Bunker sein, oder? Auch man echt. In den Ort muss ich mir merken.
Ah, da. Ja, da ganz schnell rein. Wer, da ist nichts Geiles drin. Ne? Hi. Paladin? Keine Bewegung. Keinen Schritt weiter. Sonst blase ich dir den Schädel weg. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Bist du Brandis? Was? Wer bist du? Woher kennst du diesen Namen? Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen? Was ist mit ihnen geschehen? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Sie sind tot, Paladin. Ich habe ihre Erkennungsmarken mitgenommen. Das hast du? Danke. Das bedeutet mir viel. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Ich konnte nichts tun, nicht allein. Aber ich hatte gehofft. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ja, sehe ich schon wieder Fusionskern. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Krimskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Ich hab die Gegend erkundet, Dinge entdeckt, aber ich bin ganz allein. Es war einfach zu viel, ein zu großes Risiko. Ich hab mich versteckt, so lang. 3 Jahre? Ja, ungefähr. Zu lang. Leb wohl, Brandis. Auf Wiedersehen. Und... Danke. Was ist jetzt schon wieder passiert? Hey, nur Explosion, ne? Nee. Wo ist denn die Technologie, die du mir versprochen hast? Sehe nämlich noch gar nichts. Hallo? Wo ist denn die Technologie, ey? Junge. Ja, natürlich muss ich zu Balladin Danze gehen, um die Mission abzuschließen, was ich ja nicht kann. Ja, hallo? Brandis. Du bist doch da. Was ist das denn? Ich krieg ja gar nichts. Da ist eine ganz schöne Enttäuschung gerade. Zerstört, um Plünderungen zu vermeiden. Dann zogen wir uns unter Beschuss zurück und gaben unsere Vorräte auf. Ich wurde innerhalb einer Woche von den 2 verbleibenden Mitgliedern meines Teams getrennt. Beide sind vermisst. Status unbekannt. Ich hatte gehofft, sie an unserem Bunker zu treffen und mit ihnen aus dem Commonwealth fliehen zu können. Aber bisher ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Okay, du geile Technologie, ich hau jetzt aber hier ab. Gib die Mission ab. Dann wahrscheinlich wieder eine neue Mission zu bekommen. Mach mal neu in dem Part. Ja.
Enttäuschende Belohnung, muss ich sagen. Du kannst dich auch meine Technologie vergreifen. Ich sehe es. Ich dachte, er gibt mir jetzt irgendwie eine super geile Waffe oder so. Ja, weil ich dem von seinen Freunden und so berichtet habe. So. Ich habe die Gude erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gude. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Wir können endlich an mehr als nur das Überleben denken. Wir sind so groß geworden, dass es schwierig ist, die Kommunikation mit allen Siedlungen aufrechtzuerhalten. Das ist ein schönes Problem. Und ich habe auch gleich eine Lösung dafür. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Burg zurückzuerobern. Sie war früher das Hauptquartier der Minutemen, lange vor meiner Zeit. Gut befestigt, zentral gelegen und, was am wichtigsten ist, mit einer starken Funkanlage ausgestattet, mit der wir das gesamte Commonwealth erreichen. Ach, ja. Hört sich an, als wäre es genau das, was wir brauchen. Ich dachte mir, dass dir die Idee gefällt. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ich denke darüber nach und sag dir dann Bescheid. Wie du meinst. Lass es mich wissen, wenn du die Sache durchziehen willst. Trotzdem schon begonnen. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Mein Gott, schon wieder. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Ja, gut, das reicht jetzt aber auch für diesen Part. Ja, Paladin Dance kann ich ja natürlich immer noch nicht machen. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.